Schönen guten Morgen. Am Freitag ist das Motto wieder Shop Till You Drop. Black Friday steht am Programm. Das freut dich natürlich besonders als Frau, gell? Ja, doch das eine freut das andere. Leute, einen wunderschönen guten Morgen, Herr Roman Gmenter. Und da sind wir auch schon beim Thema. Sie sind Wirtschaftsexperte und Sie halten gar nicht viel von Black Friday, von dem Shopping-Wahnsinn am Freitag, der ansteht. Ja, das stimmt, weil wenn man es genau betrachtet, es für im Grunde alle Beteiligten Nachteile hat. Ja, die werden. Die Konsumenten kaufen, behaupte ich mal, wenn man sich selber beim Shop packt, immer wieder mal zu solchen Anlässen Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht, nur weil sie billig sind, was nicht so sinnvoll ist. Und die Unternehmen sehen sich gezwungen mitzumachen aufgrund einer Studie, die ich gemacht habe. Mhm. Gibt es einen hohen Druck, obwohl sie wissen oder viele davon wissen, dass es nichts bringt, dass sie nichts verdienen dabei, vielleicht Umsatz machen und oft sogar noch drauflegen. Mittlerweile ist auch immer zu lesen, dass das einer der stärksten Tage sogar im Vorweihnachtsgeschäft ist. Also Sie sagen, das bringt auch nichts der Wirtschaft. Ja, ist einer der stärksten Tage. Die Frage immer, woran bemisst man stark? Am Umsatz, an der Frequenz, Grundfrequenz? Ja. Aber letztlich muss ja ein wirtschaftlicher Betrieb, ein Handelsbetrieb, Geld verdienen irgendwann. Und in puncto Geld verdienen schaut es natürlich zu solchen Ausverkaufstagen wie Black Friday sehr, sehr düster aus. Es ist natürlich eine Frage, wir Österreicher sind halt relativ groß, wie wir wissen. Die echten Länder machen den Black Friday und die sind happy damit. Und vor allem, wenn Amerika sagt, wir machen das. Ich weiß gar nicht, ob es gut oder schlecht ist. Dann ist es natürlich sehr schwer, wie können wir argumentieren, na, die in Amerika, was willst du von den 360 Millionen, wir sieben, wir sind die Starken. Das ist für mich die Frage, warum machen die Amerikaner etwas, wo wir glauben, oder wo sie uns sagen, es ist kein Geschäft? Weil unsere Wirtschaft, und zwar die amerikanische, wie die deutsche, wie die österreichische, sehr, sehr stark umsatzgetrieben ist und marktanteils- und stückzahlgetrieben von der Betrachtung. Jeder weiß, jeder Händler weiß am Tagesende, ich habe heute so viel Umsatz gemacht oder es war der Laden voll. Was die Händler nicht wissen am Ende des Tages, ob sie Geld verdient haben. Daher richten wir uns sehr stark nach Umsatz aus, die Amerikaner auch. Daher wird von Umsatzrekorden berichtet, was ja auch stimmt. Die große Schlussrechnung kommt dann halt oft erst am Ende des Tages. Und die schaut selbst für manche großen Anbieter oft recht düster aus, in Amerika wie bei uns. Und jetzt sagen Sie, es muss demonstriert werden und zwar machen Sie das morgen in der Maria-Hilfer-Straße mit einem Trauerzug. Wie kann man sich das da vorstellen? Genau. Mit einem Sarg sogar, ja, sehr düster. Ja, das machen wir zum zweiten Mal in der Maria-Hilfer-Straße. Wir starten am oberen Ende der Inner-Maria-Hilfer-Straße, so beim S-Bahnhof Nähe, und gehen bis unten durch, tragen einen Sarg über die Maria-Hilfer-Straße. Warum? Wir beerdigen symbolhaft die Wirtschaftlichkeit, einen guten Service, der ja auch darunter leidet allalong, die Qualität, den Wert und so weiter und so fort. Und einfach darauf aufmerksam zu machen, haben wir gedacht, ein Sarg ist ein approbates Mittel, ja, und übermorgen auch in Köln. Und hofft man aber wirklich, dass man das damit stoppen kann oder will man einfach aufmerksam machen, aber wirklich verhindern kann man es eh nicht, oder? Wirklich verhindern kann man es nicht, aber ich bin ja von meiner Profession her Unternehmensberater, Vortragsredner, ich spreche und schreibe ja ganzes Jahr dagegen. Nicht nur Black Friday ist ja nur ein Aufhänger und das ist halt für mich ein guter Aufhänger, um mal was auch in Form einer Demo zu zeigen und zu machen. Ja. Aber meinen Sie es dann zum Beispiel wie Cyber Monday dann besser, wenn man dann nur im Internet shoppt, wie zum Beispiel am kommenden Montag? Nein, letztlich auch nicht. Letztlich auch nicht. Zumal ja Black Friday und Cyber Monday, das sind ja nur Aufhänger. Es gibt ja ständig Ausverkaufstage eigentlich im Grund, ganzes Jahr über. Und das wird ein ganz extremer. Und Cyber Monday ist ja nicht nur im Internet, sondern ich habe jetzt gehört, dass ich glaube, ein großer Elektronikhändler zieht jetzt schon vor und macht den Red Thursday. Das heißt, es weitet sich ja aus. Wir haben die Black Week und online, offline, geht durcheinander. Nicht zu vergessen, aber der Single Day wird jetzt auch Single schon Day, gefeiert, genau, mit Alibaba. Es ist ja ein Wahnsinn. Immer neue Aufhänger um zu Ich bin kein Gegner von Ihnen, aber ich freue mich so über den Black Friday. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Ich bin ja so deppert, ich habe wirklich eine Freiheit, und gehe rein und kaufe dir da was. Ich rede auch. Also, ich kaufe schon alle Weihnachtsgeschenke. Also, ich verstehe am Freitag bin ich fertig. Ja. Ich verstehe jeden Konsumenten, der sagt, ich nutze die Gelegenheit, Sachen, ja, zu kaufen, genau, die ich wirklich brauche, würde ich auch tun und durchaus empfehlen. Aber ja, machen Sie es bewusst nicht. Auch wenn Sie ein Schnäppchen sehen, Sie sagen, ich mache es nicht. Also wenn ich jetzt was brauchen würde, sage, ja, okay, das will ich sowieso kaufen, und jemand drängt es mir zum halben Preis auf, ja, wäre ich ja dumm, wenn ich es nicht machen, also, würde. Die Frau braucht auch immer Sachen, oder? Das ist dann schwer, ja, zu sagen, die Schuhe doch nicht, wenn sie reduziert sind. Männer vielleicht auch, um zu gendern oder sowas. Ja, ja, ja. Aber ja, durchaus. Na, ich werde eher Technik kaufen am Freitag. Das ist auch optimal. Was willst du shoppen? Also meine Frauen sind eher bei Jimmy Choo als beim Computer, aber ich meine, es ist gleich teuer, kann ich beruhigen. Das stimmt. Gut, und
Sie sagen, das ist ein voller Erfolg, das machen wir jetzt jedes Jahr, diese Trauerdemonstration quasi, diesen Trauerzug. Schauen wir, wie die Deutschen reagieren am Freitag, erstmals in Köln am Nachmittag, und dann schauen wir weiter. Aber ja, vielleicht wird es ja noch internationaler. Ich gratuliere Ihnen für die Auswahl des Ortes. Weil wir haben so viele Demos in Wien, da demonstriert ja jeder Regenbogen gegen jeden. Gott sei Dank auf der Marie-Hilfer-Straße, wo eh kein Auto fahren darf. Also damit zerstören Sie nicht das Verkehrsgefüge in Wien. Genau. Danke. Trauerzug auf der Marie-Hilfer-Straße mit Sarg gegen Black Friday am morgigen Donnerstag. Los geht's um 14 Uhr und dauert bis ca. 16 Uhr. Vielen Dank für den Besuch. Danke, und damit wechseln wir auch schon zum Sport.